Fotos aus den 20er Jahren. Da sieht man hier zahlreiche seiner Gemälde hintereinander aufgestellt. Und vermutlich war das der Raum, wo Juncker eben Besucher empfangen hat und ihnen auch seine Kunst präsentiert hat. Und wenn man hier um die Ecke schaut, dann sieht man ein ganz auffälliges Möbel, nämlich einen Thron. Und in diesen Überlegungen über die psychische Erkrankung spielt bei manchen Autoren dieser Thron eine ganz wichtige Rolle. Also der wird so gedeutet eben als ein Möbelstück, das auf so Größenwahnfantasien von Karl Juncker hinweist. Man kann das aber auch ziemlich einfach sich vorstellen, wenn man sich da draufsetzen würde und die ganze Bebauung hier, die heute existiert, wegdenkt. Die gab es ja zu Lebzeiten von Karl Juncker nicht. Dann hatte man von hier aus einfach auch einen ganz schönen Blick quasi auf die Lemgoer Altstadt.